ist Wenke Hertsch, ich bin Stadt- und Regionalplanerin. Man braucht ein Studium, das ist ein sehr ingenieurwissenschaftliches Studium und dann dazu halt noch ein bisschen Praxis, um sozusagen sagen zu können, man ist Stadt- und Regionalplanerin. Meine Praxis sieht dann eben so aus, dass ich in Berlin dann viele Jahre im Quartiersmanagement und der Stadterneuerungspraxis tätig war. Und insofern komme ich sozusagen aus einem ganz praktischen Feld in Berlin und bin jetzt an der Universität. Ja, das kann man durchaus hauptberuflich machen. Man kann auch ganz gut davon leben, wenn man nicht gerade in der Wissenschaft arbeitet. Es gibt Planungsbüros, in dem Bereich kann man arbeiten, man kann wie in meinem Fall halt eben auch an Universitäten arbeiten. Ich bin nicht die klassische Planerin. Das Bild, was man hat, wenn man einen Plan macht, den man zeichnet für die Raumentwicklung, sondern bei mir geht es eher darum, sozusagen Prozesse zu gestalten und zu entwickeln und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen im Rahmen der Planung, haben halt eine Auswirkung auch auf die Zukunft. Insofern müssen wir uns jetzt diese Frage stellen, auch innerhalb der Planung, wie wir die Zukunft gestalten wollen, in welcher Welt wir leben wollen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, auf welche Ressourcen greife ich zurück und welche Ressourcen verbrauche ich, also Ressourcen auch im Sinne des Flächenverbrauchs, also wo findet eigentlich Besiedlung statt, welche Flächen will ich dafür und welche Energie, auf welche Energie greife ich zurück und welche Energie verbrauche ich. Das war ein EU-Forschungsprojekt, was ich beispielsweise gemacht habe. Und wir gemeinsam haben uns die Frage gestellt, welchen Einfluss die unmittelbare Nachbarschaft der Raum hat, in dem man sich bewegt, auf die Gesundheit. Wir haben in Wien beispielsweise im Schneidergassenviertel mit den Menschen vor Ort gearbeitet, haben uns ihre Gesundheitssituation angeschaut auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben aber auch gefragt, wie sie ihre Nachbarschaft nutzen und haben uns das eben näher angeschaut, um festzustellen, welche nachbarschaftlichen Ressourcen überhaupt vorhanden sind, um individuelle Gesundheit oder gesellschaftliche Gesundheit zu steigern. Beteiligung, Partizipation, kann man sagen, ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Also das heißt, es geht in erster Linie darum, immer möglichst viele zu erreichen. Aber da ist immer die Frage, ist es notwendig, irgendwie alle zu erreichen oder geht es auch darum, bestimmte Gruppen zu erreichen? Das sind so Fragen, da denke ich, da gibt es durchaus noch viel Luft nach oben.